Ich habe gesagt, pass auf, Didl, ich brauche das und das und das. Der Didl hat sich dazu Gedanken gemacht, hat eine Zeichnung angefertigt, die haben wir dann gemeinsam begutachtet und haben uns auf den Look geeinigt und seitdem gibt es das. Die Zielsetzung war die, dass man ein bisschen mehr Fokus hat im Sound. Also, dass man praktisch die Drehventil, also dieses Ganschhorn, ein bisschen mehr zum Klang der Pyrenäe führt. Nach dem Ganschhorn 1 habe ich das Ganschhorn 2 gehabt, als ein quasi Übergangshorn, bevor die Serie heuer dann fertig war mit den eigenen Ventilen, mit dem eigenen Ventilstock. Und die habe ich angespielt und war sofort begeistert, weil das war sicher das Beste, was ich je gespielt habe. Wir bauen, wie gesagt, jeden Teil, bis auf so Kugelgelenke, das kaufen wir in Deutschland zu, für Seibold. Aber der Rest wird bei uns in Handarbeit gefertigt. Es war ja der Plan, eine Drehventil-Trompete, die so zu handeln ist wie eine Jazz-Trompete. Dafür war es ja auch gedacht, eben um schnell Dämpferwechsel durchführen zu können, um umzublättern und solche Sachen. Die sind alle mühsam mit einer Konzerttrompete. Wenn man in einer Big Band spielt und man liest dabei Noten, muss man sich ständig so zurückbeugen, um mit dem Schalltrichter über das Notenpult drüber zu zählen, weil wenn du spielst wie ein Irrer im Fortissimo und du spielst die ganze Zeit ins Notenpult, dann hört es draußen niemand als laut, sondern nur du hast da deine Ohren zusammen. Insofern ist das ein großer Vorteil, dass der Trichter nach oben zeigt, weil man so viel leichter gleichzeitig übers Pult spielen kann und Noten lesen kann. Wie gesagt, die Ventile taugen mir sehr. Es taugt mir sehr, dass ich verschiedene kleine Einstellungen vornehmen kann, die ich vorne konnte. Ich habe mir zum Beispiel ausgesucht, dass die ein bisschen schräg sind. Die Drucker. Also die schauen nicht gerade auf, sondern ein bisschen nach rechts geneigt. Oh, das heißt, ich kann das ein bisschen besser meiner Griffhand anpassen. Dann die Stütze ist natürlich auch sehr gut. Die macht das Halten ein bisschen einfacher. Und es hat den kleineren Becher und dadurch wird der Sound ein bisschen direkter. Wir haben so lange ausprobiert und gesucht, bis ich was gefunden habe, was halt mir taugt. Und das haben wir dann so gemacht. Und das kann natürlich auch jeder andere machen. Man muss ja nicht unbedingt was von der Stange kaufen. Man kann natürlich auch herkommen und sagen, und ausprobieren und sagen, das taugt mir mehr und das. Ich hätte gern den Becher auf dem Ventilstock. Das geht natürlich auch, wenn man die Zeit hat.